wurden endlich die Ausblasrohre der unterirdischen Raketenstartbasen gefunden. Was hat Kammler? Was hat Kurt Diebner? Und was hat Leslie Grove von Alsos mit diesem Projekt zu tun? Wofür wurde so viel Wasser gebraucht? Welche Kühlung war hier nötig? Oder haben wir jetzt endlich die Produktionsstätten der deutschen Nazi-UFOs gefunden? Ist das Projekt Hanebu tatsächlich wahr? Sind dies die Baustellen für die Herstellung der UFOs? Ist es uns endlich gelungen, die Startbasen der Nazi-UFOs zu entdecken? Welche Geheimnisse befinden sich hier im Untergrund? Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Da ist er wieder. Ich habe dieses Video mal mit Absicht so spannend angefangen wie manch anderer, der sich bei YouTube rumtreibt und uns mittlerweile in der Forschung zum Wahnsinn treibt. Es soll ja im Tal eine riesige Fahrzeugmenge gegeben haben, die extra gefahren sind, um dort zu schauen, was ist dort für ein Stollen, der radioaktiv leuchtet. Die Leute mit den schwarzen Jacken und Anzügen waren auch da gewesen, schwarze Autos, und haben Nummern aufgeschrieben, haben sich darum gekümmert, wen sie da sozusagen verfolgen können. Vielleicht weiß ja einer, wo der Tunnel ist. Ja, so geht das halt, und am Ende ist es dann doch nur ein Fake. Das Schlimme ist, wer dann diesem Fake glaubt und immer wieder dennoch draufklickt, der sollte sich mal fragen, wo wirklich seine Prioritäten sind. Meine Prioritäten sind definitiv Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken. So ist eigentlich die Idee, so ist eigentlich das Thema. Und deswegen fange ich gleich mal an, ein paar Sachen aufzuklären, denn dieses Video hier hat weder was mit Leslie Grove, mit Kammler oder mit irgendwelchen anderen wie Diebner zu tun. Dennoch, es sieht natürlich spannend aus. Und darauf fallen die meisten Leute rein. Wir befinden uns in Polen, und zwar über der alten Anlage Christianstadt. Das ist eine Anlage, die von Dynamit Nobel gebaut worden ist. Es ist eine der größten Munitionsfabriken überhaupt. Hier wurde auch Sprengstoffe hergestellt. Und für die Produktion waren unterirdische Tanks nötig. Die wollte man hier aber nicht bauen, sondern man hat diese Anlage oberirdisch gebaut. 5 Stück sind davon gebaut worden, plus einem Wassertank. Und das Ganze wurde dann übererdet. Da hat man also ganz gewaltige Mengen angefahren. Nicht alle sind fertig geworden. Sie sind zwar in Produktion gegangen und nach dem Krieg ausgeschlachtet worden. Das heißt, was übrig geblieben ist, sind heute die Rohbauzylinder, die ihr jetzt hier schon mal im Bild aus der Luft seht. Ich habe es mit der Drohne so ein bisschen versucht, rechts und links mal zu gucken, wo sind sie, wie groß ist die ganze Fläche.
Es wirkt natürlich spektakulär, wenn man die fünf Schächte sieht, diese Brunnen, diese Tanks, die dort drinnen sein sollten, sind ja raus. Wenn man diese Schächte sieht und wenn man dann entsprechend auch mal vor Ort ist, sich die Größe und Gewaltigkeit halt anschaut. Wer das von oben so sieht, könnte natürlich tatsächlich auf Startbasen kommen, die da so einfach im Wald versteckt sind. Im Science Fiction würde jetzt natürlich das UFO im Landeschacht landen. Doch nun mal zu den Bauerklärungen. Im vorderen Bereich haben wir hier jetzt die Pumpstation, die war voll in Betrieb. Also innen drin der Tank muss schon in Betrieb gewesen sein. Wir vermuten, dass oben drüber erstmal nur ein Tarnnetz drauf war, während man das Ganze schon eingeebnet hat, also mit entsprechenden Überdeckungen mit Sand gemacht hat. Ich habe jetzt hier so ein bisschen mit der Drohne noch ein bisschen zu fliegen, weil ich wollte nämlich euch zeigen, wie das jetzt in dem Hauptschacht geht. Denn dort unten sind noch die Reste der Anschlussrohre zu sehen. Die Drohne muss also erstmal nach links. Und wie das immer so ist, genau an der Stelle, wo man fliegen kann, sind natürlich Äste. Das ist ein Baum davor. Geht natürlich nicht so einfach. Also versuchen wir mal so uns halbwegs, sag mal so, gerade durchzuarbeiten. Denn nach Möglichkeit hat man ja den Anspruch, man will durch das Ziel gerade durchfliegen. Und dann stoppt man dann doch noch mal kurz vorher. Ja, wir gehen jetzt rein. Ihr habt unten die Rohre gesehen, die dann entsprechend die Flüssigkeiten, die hier gelagert worden sind. Da geht es um Säuren, da geht es um Zuschlagstoffe für die Sprengstoffherstellung. Und ihr seht hier die einzelnen Segmente, mit denen das Ganze gebaut worden ist. Also wie gesagt, es sind einzelne Segmente, die sind hier aufgestellt worden, sind miteinander mit Teer verbunden worden, damit sie halt auch wasserdicht soweit ist. Und dann entsprechend hat man das Ganze dann innen drin sogar noch einen Rundgang gehabt um den Tank herum. Wir können also noch die Halterungen für die Beleuchtung finden. Und die Drohne fliegt jetzt mal nach oben, weil auch der obere Abschluss ist hochinteressant. Ihr seht das jetzt gleich. Hier sind auch wieder entsprechende vorgefertigte Betonsegmente drauf. Und die machen oben den Überhang und den Abschluss, der eigentlich das Dach tragen sollte. Hier jetzt noch einmal die vordere Station, also das Betriebshaus. Wir haben zwei Eingänge mit einer Mittelwand. Rechts und links, da sind die Fenster von diesem Raum. Einmal hast du einen Pumpraum, danach neben noch ein Büroraum und links ist dann halt der Durchgang für die Rohre zum eigentlichen Objekt hin. Das war sogar mit einer Panzertür gesichert. Jetzt sind wir auf dem oberen Ring. Man kann noch mal sehr schön sehen, dass da oben auf dem eigentlichen Beton noch mal zusätzlich eine Deckschicht aufgetragen worden ist für die Wasserdichtigkeit. Ne? Und wir sehen noch mal im oberen Rand die einzelnen Segmente.
Jetzt nochmal von unten gesehen, ne, auch diese senkrechten Objekte kann man hier sehr schön sehen, sind einzelne Bauteile. Ja, und dann nochmal ganz kurz von außen nochmal gesehen. Wir sehen das jetzt von der Seite nochmal. Hier ist Sand schon angefahren worden. Man hat das mit Loren gemacht. Also man kann an einem Objekt tatsächlich auch die Spur dieser Schiene sehen, wie man da hochgekommen ist. Und hier hat man also Sand angeschüttet, um das ganze Objekt einzuarbeiten. Ne? Das Video zeigt es jetzt hier auch noch einmal. Wir haben diesem Objekt schon fast den Sand bis nach oben. Man muss dazu sagen, der ist natürlich in den 70 Jahren auch ein bisschen nachgesackt. Das Ganze hat sich verdichtet. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass die ganzen Touristen beim Runterlaufen auch den Sand natürlich nach unten tragen. Also es entstehen dann diese Spurrillen, die man da kennt. Wir sehen das hier alles mal im Video. Ich gehe da nämlich gerade mal mit der Handkamera nach oben, um hier diese eine Spurrille mal zu zeigen. Und vor allen Dingen auch eben die einzelnen Elemente. Denn ihr seht hier nämlich so eine Querbalken, hätte ich jetzt fast gesagt, so eine Querstützen. Das ist für den Weiterbau. Das ist entsprechend, damit man halt dort Bretter auflegen kann und dort entsprechend arbeiten kann. Also das ist alles entsprechend ganz genau ausgedacht. Eine fantastische logistische und vor allem ingenieursmäßige Arbeit, die dort geleistet worden ist. Wir sehen hier immer noch den angeschütteten Sand und kommen jetzt an die oberen Querträger. Da hat man tatsächlich einzelne Querlatten in Betonform dort eingegossen, damit der Sand, der später aufgeschüttet wird, in diesen Fugen Halt findet, damit das Ganze nicht abrutschen kann. Ja, und jetzt der gewagte Blick von oben über den Rand. Wir sehen nochmal diese einzelnen Elemente. Nochmal ein Blick zurück. Hier sieht man wirklich nochmal die Spur, wo die Schmalspurbahn hochgefahren ist. Und jetzt geht's nach unten. Aus dieser Perspektive ist der Ring gut zu sehen, der um den Tank nochmal verlaufen ist. Das ist eine Leckage. Man kann in dem Ring, der darum den Tank herumgeht, nämlich Flüssigkeiten, die auslaufen sollten im Falle eines Lecks, dann aufsammeln und kann das entsprechend sicher abpumpen. Schon hier oben gewesen? Kommen wir zu dem nächsten Großobjekt, das dort in dieser Anlage Dynamit Nobel Christianstadt gebaut worden ist. Ein Stück nach unten, also versetzt nach unten, tiefer gelegt, hat man dann hier eine der beiden Großkläranlagen. Das muss man mal versuchen zu erklären. Es sind zwei Kläranlagen mit einem Hauptbecken, mit einem Klärbecken, mit einem Nachbecken und dann nochmal entsprechend der Abfluss. Das Ganze ist so gebaut und auch wassertechnisch in der absolut perfekten Höhe gebaut, dass die Anlage ohne Pumpstationen funktioniert. Also das werden wir gleich sehen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, hier einfach mal zusammengeschnitten, damit ihr so ein bisschen den Überblick habt, was wir dort alles sehen. Also es gibt Schächte, die runtergehen, die für die Wasserversorgung, für die Reinigung zuständig sind. Und wir gehen jetzt auf das Niveau eben der hinteren, also der letzten entsprechenden Bahn. Wir arbeiten uns jetzt also sozusagen nach vorne. Hier haben wir jetzt die letzten Stau- und Stufen für die Klärbecken. Man kann auch sehen, dass einzelne Kammern dafür sorgen sollten, dass Schwebstoffe und so weiter sich absetzen können, dass auch Sauerstoff reinkommt für eine biologische Klärung. Das ist dort tatsächlich so vorgesehen worden. Und hier sehen wir jetzt das Abflussrohr, das bei Überlauf, wenn die Anlage in Betrieb ist, dann das Wasser rausbringt. Ich habe nachher im Film auch den Abwassertunnel für diese Anlage noch. Die kann ich euch nachher noch zeigen. Aber wie gesagt, hier seht ihr jetzt mal, wie dann aus der Kläranlage das Wasser abgeführt wird.
Es gibt dann vier weiterfolgende Großbecken, das sind Absetzbecken, die sind einzeln ansteuerbar. Wir gehen ja jetzt gleich zum Einlast für diese Becken. Das sind einzeln ansteuerbar und man kann auch diese Becken einzeln sozusagen dann entleeren, denn die müssten ja auch mal sauber gemacht werden. Wir vermuten, dass das dann wieder mit Zwangsarbeiter gemacht worden ist. Jedenfalls ist das hier entsprechend dann diese Hauptklärbecken. Wir kommen jetzt in den Bereich der Zuführung. Wir sehen ja jetzt hier schon die Ablaufbecken, wie es reinläuft in die einzelnen Anlagen. Da sind Schieber nochmal davor, damit man den Weg da zuführen kann. Ich habe jetzt das Bild schon mal eingeblendet. Das ist aus dem Führerhauptquartier Riese, oben im Betonblock. Denn hier geht es darum, ihr seht es gerade im Bild, die Zuführung von Flüssigkeiten, also von Fluidum, also auch Luft, wird immer im Bogen der Spur gemacht. Das heißt, es gibt keine Ecken, es gibt keine Wirbel. Das wird nicht gemacht. Ganz wichtige Sache. Das hat man ja auch dort in dem Betonblock vom Führerhauptquartier Riese gefunden, dort bei Osowka. Dort gibt es halt auch Strömungslinien. Und das ist ganz wichtig. Die können für Kühlung, die können für Druck sein. Das hat man einfach in den Beton eingegossen. Wir bewegen uns jetzt einmal auf die Zwischenstufe zu. Dort ist es ganz interessant, denn hier diese Vorrundungen, die im Becken reinragen, die sind so gestaltet, dass das Wasser von unten strömt. Das heißt, alles, was auf dem Wasser schwimmt, wird in diesen Becken aufgefangen. Das ist also tatsächlich eine ganz andere Stufe. Hier wird also in vier Becken, zwei vorne auf der vorderen Seite und zwei dahinter. In der Mitte ist ein Durchgang, wenn man das Wasser also nicht in diese Becken leitet. Es kommt ja darauf an, was man gerade klären muss. Dafür ist man vorbereitet. Und jetzt kommen wir in einen Kaskadenbereich. Das heißt, man hat das Wasser in Strudeln, in Kaskaden laufen lassen. Das sieht man gleich jetzt hier im Bild, aber wir zeigen noch mal ganz kurz hier in die Mitte hinein. Es gibt halt den Durchgang, dass man geradeaus machen kann und man kann nach rechts oder links entsprechend die Zwischenstufen nutzen. Ja, und hier eben der Kaskadenbereich. Das sind auch wieder Rundungen mit einem in der Mitte liegenden Sperrung, dass man halt entsprechend das Wasser zwingt, bestimmte Wege zu gehen, um sich durchzumischen. Ihr könnt ja hier sehen, wie tief der Zufluss zwischen den beiden großen Becken läuft. Wir müssen tatsächlich jetzt nach oben, denn hier hat man aus logistischen Gründen tatsächlich einen, ja, wie soll man sagen, Kanal graben müssen, denn oben drüber läuft eine Eisenbahntrasse. Die hat man unterquert mit dem Wasserstrom und wir gucken jetzt hier gerade nochmal nach unten auf den Strom. Und ich laufe jetzt mal hier durch das wilde Geäst. Ich befinde mich jetzt auf einem Bahndamm, deswegen musste man da unten diesen Kanal graben. Und das hier ist tatsächlich eine Brücke, ihr werdet sie nachher nochmal sehen in voller Pracht. Das hier ist, wie gesagt, eine Eisenbahnbrücke, die extra dafür angelegt worden ist, hier diesen Abwasserreinigungskanal zu überbrücken. Und auf der linken Seite seht ihr jetzt schon die erste Stufe. Das auch wieder ist die volle Pracht. Das ist also jetzt in der Wasserbauweise ein kleines Stückchen höher, damit eine entsprechende Fließgeschwindigkeit entsteht und das Wasser von alleine durchläuft. Es muss nicht gepumpt sein. Ich wiederhole mich da, aber ich finde das grandios. Heutzutage muss für jeden Scheiß eine Pumpe laufen. Wir wundern uns, dass wir so viel Strom verbrauchen. Keine Wunder, denn das ging eigentlich früher ganz anders. Bin hier mal so mutig und werde mal die Anlage mal etwas genauer begehen. Denn interessant ist, dass alle Klärblecken gefliest sind. Die haben innen drin eine Keramikschicht aus Fliesen. Wir können sie hier schon mal sehen. Das ist also überall gefliest worden, damit Säuren und andere Dinge
auch Laugen den Beton nicht angreifen können. Also wir sehen hier sehr gut, was hier alles gebraucht wurde, um ein vernünftiges Filtersystem aufzubauen. Und hier nochmal, wie versprochen, in voller Größe nochmal diese Brücke. Man glaubt es gar nicht, diese Brücke ist tatsächlich so gut noch erhalten, dass man denkt, der Beton ist gestern erst erstarrt. Christianstadt ist für seine Superlative bekannt, also viele Großobjekte sind dort vorhanden. Eine Menge auch verstecktes Kleines, muss man wissen, wo es ist, macht dort auch Führungen. Wer das mal sehen will, kann sich bei mir melden. Aber hier haben wir jetzt das nächste Objekt, nämlich einen Kohleschrägaufzug. Das ist eins von zwei Kraftwerken, die hier auf dem Gelände sind. Die haben beide dieselbe und gleiche Kohleversorgung. Und hier wird dann entsprechend mit Förderbändern der Kohlestaub zum Kraftwerk nach oben transportiert. Wir erreichen jetzt den oberen Bereich der Siloanlage. Das heißt, wir sind über der Haupthalle, über der entsprechenden Turbinenhalle. Rechts daneben ist die Kesselhalle. Und hier sieht man jetzt nochmal vor uns die Schüttungen für die Kohle. Ich wollte mal unbedingt das Ganze von oben zeigen und habe deswegen die Drohne mal durch die Tür geschoben, dass sie entsprechend hier mal zeigen kann, wie das Ganze von oben aussieht. Von hier oben kann man sehen, dass es insgesamt 4 Brenner waren, die diesen Staub auf diesen riesigen Öfen hier zu Hitze machten. Dort wurde Wasser erzeugt. Dieser Dampf, der da entstand, wurde dann in die Turbinen geleitet, die nicht in diesem Gebäude sind, beziehungsweise nicht in der Halle. Die sind in der Halle daneben. Dieses kleine Durchgang dort führt in die erste Turbinenhalle. Hier sieht man jetzt nochmal entsprechend das Gebäude. Und wir gucken jetzt mal hier auf so einen dieser Öfen. Ja, das hört sich blöd an. Ihr seht jetzt viele Trichter, die nach unten führen. Diese Trichter sind vor allen Dingen für die Entsorgung der Schlacke, für die Entsorgung halt auch für Ruß, der gebildet wird, der sich in den Öfen gleich abfängt. Das kann abgeführt werden. Und dann als letztes, was jetzt noch nicht im Bild ist, ist dann entsprechend hier auf der linken Seite zu sehen, der Schacht, der zum Schornstein führt. Am oberen rechten Rand sind dann die Trichter zu sehen, aus denen die Kohle von oben in die Schüttung herunterkam. Das sind also kleine Schächte gewesen, die man öffnen konnte. Und dann hatten Loren drunter gestanden, oder Schubkarren, muss man besser sagen. Und die wurden dann zu den Öfen gefahren und damit hat man den Ofen gefüttert.
Da ich die Drohne mit Propellerschützer ausgestattet habe, konnte ich mir das nicht verkneifen, mal zu gucken, wie komme ich denn mit der Drohne jetzt wieder zu mir zurück und wie komme ich jetzt hier aus dem Gebäude raus, und habe das einfach mal durchs Fenster gemacht und bin mal einfach durchgeflogen, um mal zu sehen, ob man aus dem Wald nicht auch herauskommt. Und wie das dann immer so ist, habe ich natürlich mir gedacht, wenn ich jetzt das Ganze hier noch mit einem freundlichen Gruß begleiten kann, dann kann ich das als Abschiedsszene nehmen. Hab das aber gar nicht gemerkt, dass da noch so viel kommt, was ich euch noch zeigen will. Man darf hier jetzt nicht vergessen, dass das Kraftwerk unter dieser großen Halle noch mal eine Etage hat. Und diese Etage ist für den Abtransport der Schlacke zuständig. Wir blicken also jetzt sozusagen in diesen Raum, in den diese Trichter, die wir oben gesehen haben, hineingehen. Ihr könnt sie jetzt hier alle einzeln sehen. Und da sind halt Gänge drunter, wo man mit der Lore drunter steht. Schubkarre, Lore, und dann entsprechendes abfährt. Was natürlich wichtig ist, hier an dieser Stelle standen andere Öfen. Ihr seht hinten noch den Schornstein, da seht ihr den Zugang noch am Ende, aber hier standen tatsächlich eine neuere Form von Öfen. Das geht auch ein bisschen darum, was die Sache hat mit dem Wirkungsgrad. Die Kohle musste verbrannt werden, die musste rangeschafft werden. Und wenn man halt eine neue Erfindung mit einem Ofen hat, da hat man tatsächlich andere Brenner verwendet. Ich bin jetzt einmal mal durchgeflogen. Wir sehen hier auf die Halle, wo die Turbine drin war. Und dann sehen wir hier eben entsprechend nochmal die Drohne in der Haupthalle fliegen. Der letzte Teil dieses Videoabschnitts geht dann eigentlich mehr nach dem Motto Outtakes.
Das Problem ist nämlich, ich bin so gespannt hier auf die Bilder, gucke auf meinen Bildschirm, finde es fantastisch, wie ich hier das Ganze im Breiten zeigen kann. Und dann hämmert die Drohne gegen die Wand. Gut, dass ich die Schützer habe. Die Drohne ist abgestürzt, aber es ist nichts kaputt gegangen. Ich konnte sie neu starten. Da seht ihr, wie das passiert. Absturz und dann geht's runter. Also an dieser Stelle toi 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 und vielen Dank für diese Schützer, die ich gehabt habe. Die Drohne startet wieder, unkontrolliert. Ich habe sie jetzt gerade nochmal dann genannt. Also sie ist von alleine wieder hochgeflogen, hat sich dann aufgerappelt und dann habe ich sie absetzen lassen, damit ich erstmal wieder alles neu einjustieren kann. Das Ganze ist halt, ich sag mal, auch mit Gefahren bedacht. Mit der Handkamera wollte ich dann noch mal hier den Kohlesilo zeigen. Da oben war eine Kranbahn drüber, womit die Kohle transportiert und verteilt wurde in dem Silo. Und jetzt sehen wir hier noch mal den Schrägaufzug, wie das Ganze hier hochgeht ins Kraftwerk rein. Ne, das geht nach oben, da sind wir ja vorhin mit der Drohne drin lang geflogen. Und hier links ist die Turbinenhaus und der rechte Teil ist das entsprechende Kohlefeuer gewesen, also die Druckerhöhung. Jetzt haben wir hier nochmal dieser zweite Kranbahn, die oben gewesen ist. Rechts neben den Säulen ist noch ein Zug gefahren, wo dann entsprechend die Waggons ihre Kohle abgeschüttet haben. Das heutige Gleis ist noch für die polnische Armee. Und jetzt blicken wir auf den Schrägaufzug und das Kraftwerk Nummer 2. Also das ist das ältere Kraftwerk. Und dort ist tatsächlich eine Menge andere Sachen noch zu sehen gewesen. Bewege mich hier gerade mal in den Schrägaufzug drin. Wir haben ja einen schon geflogen. Brauche ich den zweiten nicht auch noch mal zu zeigen? Sie haben immer noch Im die Türen Bereich produziert. der Die Krane. Kohlestation ist tatsächlich auch noch eine große Die Mühlanlage drin. Der wurde Gebrauchs. von oben beschickt vom Gebrauchs. Kran. Hier sieht man mal die Trichter. Dort standen die Mahlwerke drin, um aus der angelieferten Kohle diesen Kohlestaub zu produzieren. Und wir gehen jetzt mal hier tatsächlich durch diesen Kohlesilo durch. Man kann oben die zweite Kranbahn sehen. Man sieht hier die Schüttsilos, wo also entsprechende Trichter nach unten geführt haben. Das ist eine perfekte, ausgeklügelte Technik gewesen, ein Ablauf, der gewesen ist. Hier sieht man jetzt auf der rechten Seite die Kohlezufuhr von den Schienen aus. Das heißt, dort wurden die Waggons rangefahren und dann wurden die geöffnet und dann haben die das abgelassen. Dazu gibt es natürlich nach unten auch noch eine Treppe. Alles noch im Original erhalten. Jetzt im Bild ist das Schornsteinhaus und der Rauchkühler und jetzt sehen wir auf das Kraftwerk mit dem Schrägaufzug hin. Bauweise ist absolut identisch, das ist also beides gleich aufgebaut. Die Verfahren haben sich nicht unterschieden und so haben wir hier genauso unsere großen Ofen, eben aber nur für die Dampferzeugung. Das ist nochmal ganz wichtig, der Strom Hier wurde das Ganze woanders nochmal. erzeugt. Wir befinden uns jetzt hier am Haus des Abgasreinigers. Das heißt also, die Rauchgase wurden nochmal von Staub gereinigt und wurden dann erst dem Schornstein zugeführt. Und das möchte ich einmal ganz kurz zeigen, denn wir sehen hier über uns schon die Auslässe. Die wurden nach unten geführt und dann ging es in den Schornstein rein und durch diesen Ring nach oben. Auch hier sagt man, dass die Schornsteine damals einfahrbar waren. Nagelt mich da nicht fest, aber das soll so sein. Hier sehen wir jetzt eine dieser Bolzen, die im Boden verankert sind, die den Schornstein gehalten haben. Hier drüben ist noch ein anderer. Das sind die gleichen Schrauben, die wir auch im Ostwall haben. Und wie gesagt, hier stand der Schornstein. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz nochmal unter die Rauchgasentlüftung.
ja, Saison, Entstaubung, muss man es sagen. Das sind hier nämlich auch wieder die Klappen, wo dann mit der Schubkarre drunter gegangen ist und hat dann den Rauchstaub rausgeholt. Und man kann tatsächlich in diesem Falle mal in diese Staubanlage reingehen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und ihr seht jetzt nach unten hier diesen Rundbogen. Das ist tatsächlich der Abgaskanal. Hier wird dann tatsächlich entsprechend die heißen Rauchgase, die aus dem Ofen kommen, durchgeleitet. Der ganze Boden ist voll von dieser Asche, die dort produziert worden ist. Und hier seht ihr jetzt einen dieser beiden Rauchgasfänger. Also da sind Siebe drin. Und diese Siebe halten dann diese Stäube in dem Rauchgas auf. Man muss sich vorstellen, diese Räume müssen geglüht haben. Das ist hier direkt in dem heißen Abgasstrom. Und jetzt in der bildunteren Mitte, jetzt in die Bildmitte hinein, kommt halt der Durchgang, der dann in dem Bogen nach unten geführt in den Schornstein reingeht, um dann nach oben durch den Sog sozusagen des Schornsteines abgeführt zu werden. Und jetzt blicken wir nochmal zurück in den entsprechenden Kanal, in diesen Rauchgaskanal, da sieht man ihn nochmal. Und wir konnten es uns nicht nehmen, einmal etwas nachzustellen, weil es ist einfach Abgasrauch. Es ist da unten die Asche von diesem Feuer, was dort ist. Aber wir konnten es uns nicht verkneifen, mal etwas nachzumachen. Wir haben natürlich keinen normalen Beutel dabei, also nimmt man ein Taschentuch, Beutel, ein bisschen Plastik. Taschentücher sind ja soweit frei von anderen Stoffen. Und dann mussten wir doch unbedingt nochmal eine Probe nehmen. Ihr wisst schon, warum. Okay, langsam runterschwenken mit dem Licht mit. Ja. So. Hallo Freunde, selbstverständlich, wir sind hier in einem speziellen Schacht. Hier wurden Gase geströmt und es gab natürlich auch entsprechende Asche. Und wir haben uns leider keinen entsprechenden Beutel besorgt, deswegen nehmen wir mal ein bisschen Probe in einem Tuch von einem entsprechenden Taschentuch. Das reicht für uns aus. Die Taschentücher sind ja absolut frei von biologischen Anhaftungen und deswegen können wir die Tüte auch dafür verwenden. Die ist also chemisch rein. Ich glaube, die Fachwelt nennt das Spoilern. Ich verstehe den Begriff zwar nicht, aber das war jetzt einer. Wir sind jetzt bei der Aufklärung des Anfanges. Wir haben ja diese großen Betonklötze am Wasser gezeigt zu Anfang. Da kommen wir jetzt mal zu. Die stehen jetzt nämlich an der Bildunterseite im Dickicht dort versteckt. Und diese Seen sind angelegt worden, um Wasser, das hineingepumpt wird in diese Becken, schon mal mit Vorabklärung sozusagen zu reinigen. In der Bildmitte sieht man jetzt hier die Pumpstation, mit der das Wasser aus dem Fluss angesaugt wird und dann hier eingebracht wird. Und da bin ich jetzt also tatsächlich noch an anderer Stelle, muss ich da mal nicht korrigieren, aber zugeben, hier sind tatsächlich zwei Pumpstationen gemacht worden. Da hat man dann tatsächlich diese Anlage mit Pumpen betrieben. Man muss nämlich jetzt den Berg hoch. Ihr seht hier unten ja das Wasser auf der unteren Ebene und dann kommt direkt vor uns Bildmitte, sieht man, da geht es den Berg hoch. Das ist also eine Kante, die überwunden werden muss. Da hat man das Wasser hochgepumpt. Dann geht es in das Filterhaus und von dort fließt es wieder bergab. So, ins Bild, jetzt Bildmitte, kommt jetzt tatsächlich das Filtergebäude. Man glaubt es auch gar nicht, diese Seen und dieses Filtergebäude und auch die nachfolgenden Gebäude sind alle doppelt angelegt. Das heißt, wenn eine Anlage mal ausfällt, kann sofort die andere die Produktion mit übernehmen. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen reingezoomt. Ich habe das nicht im vollen Zoom gemacht, aber ihr seht es jetzt hier schon mal im hinteren Teil. Das vordere ist also das
sozusagen ein Bürogebäude. Und der hintere Teil, der große Teil, das sind alles Filterkammern, wo das Wasser bearbeitet wurde. Die Drohne geht jetzt immer näher ran und dann kann man tatsächlich noch auch zwischen den Bäumen, die da in dem Gebäude wachsen, noch die alten Kammern sehen. Von hier an fließt jetzt das Wasser immer bergab und jetzt kommt ein Gebäude, in dem weitere chemische Prozesse auf das Wasser eingewirkt haben. Hier wird der Kalk entzogen und dann ist das Wasser, ich sag mal, chemisch neutral. Und zu guter Letzt kommt dann noch ein Tankgebäude. Das ist das, was ich im Video vielleicht als UFO-Landestation oder Baustation gesagt habe. Das ist nicht der Fall. Das sind tatsächlich im Gebäude große Tanks. Und jetzt kommen wir auf den kleinen Trick zurück. Denn diese Tanks liegen jetzt in ihrer Höhe maximal so hoch, dass der obere Wasserspiegel erreicht wird. Schauen wir uns jetzt die Wasserzuführung für das Reinigungssystem mal an. Denn diese großen viereckigen Blöcke, die ich am Anfang gezeigt habe, die werde ich nachher nochmal zeigen, die hier am Anfang am Wasser stehen, sind nichts anderes als große Schleusentore, die zugemacht werden können, wenn der Wasserzustrom hier nicht gebraucht wird. Hier sieht man es mal von unten, von der Wasserseite. Und wir bewegen uns jetzt mal auf den Innenbereich zu und schauen mal rein. Denn dort ist ein schräger Schieber, der heruntergefahren wurde, um den Wasserzufluss zu sperren. Das sind die beiden Rinnen an der unteren rechten und linken Seite. Wir kommen nun zu den beiden Pumpenhäusern. Auch hier wieder ein altes und ein neues. Das eine ist aus Beton, das andere ist gemauert. Inhaltlich sind sie aber identisch. Und von hier aus wird das Wasser hochgepumpt auf die erste Station in der chemischen Reinigung des Wassers. Kommen wir jetzt noch zu einigen Nebengebäuden, die auf dem Gelände stehen. Denn das, was wir bis jetzt gezeigt haben, sind ja eigentlich nur die Grundanlagen, die zur Versorgung dieser Gebäude stehen. Hier sieht man mal eins von diesen Herstellungsgebäuden. Hier auch das im unteren Bereich, jede Menge Silos, mit denen dann gearbeitet worden ist. Auch oben drüber sieht man entsprechende Strukturen, die eben für diese chemischen Prozesse gearbeitet worden sind. Auch diese Häuser, so sehen die halt groß aus. Oben wird produziert, wird verarbeitet und dann kommen die Zuschlagstoffe von unten. Das gleiche Gebäude haben wir jetzt nochmal von der anderen Seite. Auch hier riesige Silos, die hier dran standen am Gebäude. Treppenhaus daneben. Es ist nicht gerade leicht, dort hochzugehen und ich kann es auch niemandem empfehlen, ohne Sicherung dort entsprechend unterwegs zu sein. Hier nochmal ein Blick in das Kraftwerk, diesmal aus der Kohleseite unten. Ja, und das ist jetzt hier auf die Seite eines dieser Turbinenhäuser. Die standen hier extra. Also hier drin wird dann der Strom durch diesen Druck, diesen Dampf erzeugt, den die großen Kraftwerke herstellen. Hier nochmal die Frontansicht von dieser Anlage, kann man nochmal sehen, das ganze Gebäude. Die stehen also wirklich abseits, damit sie also beim Treffer auch nicht so sehr andere Gebäude in Mitleidenschaft ziehen.
kommen wir dann zur Vollendung und nochmal den Rückschluss machen, also den Kreis schließen mit dem Abwasser. Der Abwasserschacht selber kommt im Gelände dann in einen Tunnel hinein und dieser Tunnel führt dann zum Gewässer raus, zu einem Gewässer. Und wir gehen jetzt hier in diesen Tunnel rein. Und dieses Tunnelobjekt ist relativ lang. Ihr könnt es bewundern, wir haben uns da mal durchgearbeitet und ihr seht an den Seiten, das Ding war auch gefliest. Also da ist da so auch Fliesen am Boden und bis zu einer Höhe von circa, wir haben es nicht genau gemessen, so 1,20 Meter, 1 Meter waren die Fliesen gewesen. Der Rest war geteert, das hat sich in der Zwischenzeit abgelöst. Wie gesagt, alles so. Und es gibt Lüftungsschächte, die nach oben gehen. Die waren natürlich da auf dem Sperrgebiet früher verschlossen. Da kam keiner ran. Aber ihr werdet gleich nachher noch sehen, da sind nachher ganz interessante, wirklich interessante Sperren. Guckt euch das mal an. Da sind also Staustufen in dem Tunnel drin. Das ist ganz verrückt gemacht worden. Guckt es euch an. Ist ein bisschen lang. Ihr könnt ja ein bisschen vorspulen, wenn es euch nicht zu lang vorkommt. Der Weg hier hat schon seine Zeit gekostet. Thank you.
Und am Ende des Tunnels steht man vor der Wand. Das ist jetzt genau die Grenze, wo oben auf der Oberfläche der Truppenübungsplatz
von den Polen anfängt. Wie gesagt, ein Teil des entsprechenden Geländes wurde ja von den Polen weitergenutzt. Also da, wo noch die Gebäude nicht verfallen waren, wo noch die Gelände sozusagen mit den Bunkern alles noch intakt war, hatten gleich nach dem Krieg die Polen die Sache übernommen und haben dort eine Panzerschmiede gemacht. Das heißt, dort werden Panzer repariert. Die Anlage sollte schon 2015 aufgegeben werden und dann hat man sich wieder entschieden und jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist die Anlage wieder im höchsten Ausbaustand. Wie gesagt, hier an dieser Stelle ist Schluss. Ich würde auch keinem empfehlen, da mal durchzupickern, weil da ist garantiert auf der anderen Seite Alarm und dann wird es richtig böse. Die polnische Armee versteht dort keinen Spaß. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst uns wieder mal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder liked uns. Wie gesagt, wir wollen nur wahre Geschichten rüberbringen. Faken brauchen wir nicht, dafür gibt es viel zu schöne Informationen und auf die Klicks kommt es wirklich nicht an, wenn es um die Sache geht. In dem Sinne, ich bedanke mich, wünsche euch etwas Gutes, wenn ihr uns mal eine Spende hinterlassen könntet, das findet ihr auch in den entsprechenden unteren Beschriftungen des Videos. Würden wir uns sehr freuen für alle die es schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ansonsten, wie gesagt, die Führung könnt ihr auch bei uns buchen, www.ostwall.info. Auch das hilft uns tatsächlich, diese Forschungen zu bezahlen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr ein Like habt, lasst es hier. Wenn ihr ein entsprechendes Abo machen wollt und noch keins habt, würden wir uns darüber freuen. In dem Sinne, einen schönen Tag.